Ich bin Anita Auer und ich leite das Franziskanermuseum. Also mein Lieblingsbuch ist dieses hier, Virginia Woolf, Die Fahrt zum Leuchtturm. Ja, das ist nicht so ganz einfach zu erzählen, weil das sehr viel im Kopf der handelnden Personen sich abspielt. Das ist dieser Stream of Consciousness. Also ein Stilmittel, das man zu das, was im Inneren einer Person vorgeht, schildert. Und das hat die Virginia Woolf sehr stark benutzt. Und es geht eigentlich um eine Familie, die Urlaub macht auf den Hebriden und dort sehr viele Freunde auch als Gäste hat. Und man bekommt diese Freunde alle vorgestellt. Auch die Familie selber wird geschildert. Und dann, wie das oft im Urlaub ist, nimmt man sich was vor, nämlich einen Ausflug zu machen zu diesem Leuchtturm. Und da kulminiert dann kulminieren diese ganzen Beziehungen der Beteiligten an dieser Fahrt. Also gibt es eine leichte Auseinandersetzung oder einen Streit. Und letztendlich kommt dann diese Fahrt gar nicht zustande, sondern erst viele, viele Jahre später, wo die Hauptperson dann schon tot ist. Ja, das Buch ist schon ziemlich alt. Das sieht man auch daran, wie es aussieht. Es hat so vergilbten Schnitt und es ist nur ein Taschenbuch. Also das liegt daran, dass ich es 1980 gelesen habe und damals auch nicht viel Geld hatte. Da habe ich gerade Abitur gemacht und mir überlegt, wie es in meinem Leben so weitergehen könnte. Und einerseits hat mich Virginia Woolf als Schriftstellerin fasziniert. Sie hat in den 20er Jahren dieses Buch geschrieben und herausgebracht und war ziemlich emanzipiert und hatte einen sehr ungewöhnlichen Lebensstil, hatte so eine Künstlergemeinschaft, in der sie gelebt hat. Und auch die Art, wie sie schreibt, hat mich fasziniert. Also ich habe damals selber geschrieben und fand es wirklich ganz toll, wie sie das macht. Und es gibt eine Stelle in dem Buch, die für mich immer eine Kraftquelle war, weil damit so ein unveränderlicher Wesenskern von einer Person beschworen wird. Also jede Person hat so etwas, was immer bestehen bleibt. Und ja, das ist eine Möglichkeit, im Leben Kontrolle zu bewahren. Und das ist der Hauptperson, der Mrs. Ramsay, sehr wichtig. Und ich denke, klar, die Kontrolle gehört zum Leben, aber dann auch wieder das Loslassen. Also neben diesem Buch Die Fahrt zum Leuchtturm gibt es auch eine ganze Menge anderer Bücher, die für mich interessant und wichtig waren. Aber mir gefällt es, dass ich es schon so lange habe und es war sicher das erste Buch, was ich von ihr gelesen habe. Ich habe dann noch weitere gelesen und finde sie wirklich sehr besonders, Virginia Woolf.